Was macht man während des Sommerlochs? Na, man bestellt Minifiguren, ist doch klar, und zwar am besten ganz, ganz viele. Außerdem zeige ich euch heute noch ein paar Bestellungen und was es sonst noch Neues gibt im Brickling Store. Also, bleibt dran, los geht's! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Währenddessen ich gerade das Bruchteilset zweimal ausparte und in über 900 Lots an Teilen ersticke, haben mich zwei Bestellungen erreicht und die möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar ist das eine Bestellung vom Florian aus Bayern und die andere Bestellung ist vom Marco aus Estland. Der Florian hat eine kleine Bestellung bei mir getätigt. Vielen Dank, lieber Florian. Und zwar hast du dir einmal dieses Waffenset aus dem Herr der Ringe-Set ausgesucht, das ich gerade erst hochgeladen habe. Das ist praktisch so ein Multipack mit 16 verschiedenen Waffen. Ich habe es auch schon vorbereitet, kann ich das gerne zeigen. Es sind allerlei Schwerter und Äxte drinnen. Und ja, ich habe es hochgeladen und er hat es gleich genommen. Und er hat sich auch für die innerdeutsche Versandoption entschieden. Das heißt, nächsten Mittwoch geht das Kuvert dann an dich. Vielen Dank, lieber Florian, für deine Bestellung. Und ein kleines Dankeschön bekommst du von mir natürlich auch dazu. Bei Marco ist die Bestellung etwas größer. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Nachdem ich sie dann aber zusammengetragen habe, sieht man, dass sie eigentlich auch sehr überschaubar ist, aber er hat sehr interessante Teile, finde ich, auch bestellt. Auf jeden Fall ist einmal das zweite Weapon Multipack aus dem Herr der Ringe Set gleich weggegangen, das heißt, habe ich jetzt keins mehr, ist jetzt vorbei. Und er hat einige Minifiguren Utensilien bei mir bestellt. Da sind auf jeden Fall einige Waffen dabei, Schwerter und Speere. Das goldene ist aus einem Ninjago-Set. Dann drei Totenköpfe und drei Minifigurenköpfe. Ein paar Kopfbedeckungen dazu. Vielleicht hat der Marco ja irgendein Mittelalter-Thema. Weil wir haben hier auch die Kapuzen von Obi-Wan Kenobi zweimal. Dann haben wir etwas Besteck, eine Teekanne, Cocktailgläser, zwei Mikrofone und dann aber auch was Spaciges, nämlich zweimal die Helme und einmal einen Torso, der aus diesem Explorer-Set ist, was es vor einiger Zeit jetzt mal gegeben hat. Und ja, ich werde ihm das jetzt alles schön zusammenpacken. Ich glaube, man kann das wirklich in ein, zwei Plastikbeutel einschweißen und in ein Kuvert geben. Und nachdem die Versandkosten bei mir doch für EU-Versand auf 12,95 eingestellt waren, werde ich jetzt einfach mal schauen, was der tatsächliche Versand ist, wenn man es mit Tracking und versichert zu Marco nach Estland schickt. Und die Differenz, die werde ich ihm auf jeden Fall retour erstatten, weil für so ein kleines Kuvert, weil es ja echt kleine Teile sind, ist 12,95 einfach zu hoch. Das finde ich, das geht nicht. Das kriegst du zurück, lieber Marco, und ein kleines Dankeschön gebe ich dir natürlich auch noch dazu. Also ihr zwei, vielen lieben Dank für eure Bestellung und die Sachen gehen bald an euch. Habt viel Spaß damit. Ja, heute ist Montag, der 26.06. und eine neue Bestellung ist gestern noch gekommen. Und bevor ich euch die zeige, kommt einmal mein Staubwedel zum Einsatz, damit ihr freie Sicht habt. So, alles bestens, dann kann es gleich losgehen. Und zwar habe ich eine Bestellung bekommen vom Jeremy aus Frankreich. Der hat 8 Minifiguren bei mir bestellt. Und zwar haben wir hier einmal den Albus Dumbledore von Harry Potter, dann einmal den BB-8 mit dem großen Fotorezeptor, Bib Fortuna, das war jetzt dann mein letzter, BB-8 übrigens auch. Dann haben wir einmal den Boba Fett, einmal den Dark Trooper, der wirklich auch eine super klasse Figur ist, wie ich finde. Den habe ich jetzt auch verkauft. Dann haben wir hier einmal einen Scout Trooper und dann noch die Prinzessin Leia. Und einmal den Wicket von den Ewoks. Eine schöne Bestellung mit 8 Figuren.
Habe ich auch schon zusammengestellt. Hier sind sie alle wieder schön in den Einzelteilen, nicht zusammengebaut, so wie ihr es bei mir schon gewohnt seid. Also hier mal Boba Fett, Bib Fortuna, Albus Dumbledore, den Scout Trooper, Wicket von den Ewoks, den Dark Trooper, BB-8 und Prinzessin Leia. Und dann kann ich das Ganze jetzt in ein Kuvert packen. Ein kleines Dankeschön gibt es noch dazu. Eine schöne und feine Bestellung. Vielen, vielen Dank, lieber Jeremy, und ab nach Frankreich damit. Ja, heute sind endlich neue Sortierkoffer gekommen, die ich dringend brauche, weil ich beim Auspacken dann oft blockiert bin, wenn Bestellungen kommen und vor allem, wenn die Bestellungen ein wenig umfangreicher sind, dann ist das wirklich ein Problem. Das heißt, ich habe mir da wieder ein Set Sortierkoffer nachbestellt. Kann ich euch gerne zeigen. Einfach mal einen raus. Das sind die ich auch hier im Einsatz habe. Das ist so ein 6er-Paket. Ich habe euch das auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, hat hier einen Deckel, den ich mir allerdings runtergeben werde, weil ich den nicht brauche. Und hier sind dann die Einsätze drinnen, dass ich das auch zusammenstellen kann. Das heißt, ich kann die natürlich auch rausnehmen und zum Beispiel mal Sortierkoffer gestalten, wo ich nur die kleinen reingebe oder nur die mittleren. Das werde ich einfach mal ausprobieren, wie das für mich dann am besten auch funktioniert. Und ja, also die wollte ich euch unbedingt mal zeigen, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also wer die braucht, Link ist in der Produktbeschreibung, ist ein Affiliate-Link, gerne nutzen, um auch meinen Kanal zu unterstützen. Dann habe ich eine Bestellung von Daniel aus Cuxhaven bekommen. Auch er hat die innerdeutsche Versandoption benutzt, was mich wirklich freut, dass das so gut funktioniert. Und er hat mir auch eine sehr nette Nachricht geschrieben, dass er mich über Bricknick und den Dennis von Brick her gefunden hat und so zu mir gekommen ist. Und er hat hier in meinem Shop ein paar Teile gefunden für sein Brickbank Rebrick, das er gerade baut, und hat sich ein paar wirklich gute Teile ausgesucht. Zum Beispiel hier die Slopes in Schwarz, ein paar Teils, so wirklich einiges, das er da super gut gebrauchen kann. Insgesamt ein paar Fenster, insgesamt glaube ich kommen wir dann auf 279 Teile in 29 Lots. Und das werde ich ihm jetzt gleich einmal zusammenstellen und dann sehen wir uns die Bestellung nochmal etwas genauer an. Ja Daniel, dann ist deine Bestellung auch schon gepackt. Ich habe dir alles schön eingeschweißt. Da haben wir zum Beispiel die Plates. Dann haben wir hier die verschiedenen Bricks. Hier haben wir dann Bricks und Teils, auch die Fenster sind einzeln, damit ja nichts zerkratzt, damit die Teile alle gut bei dir ankommen. Und natürlich bei den Teils auch alles schön getrennt, dann kannst du das auch leicht auseinanderhalten und die Bestellung kontrollieren. Hier haben wir auch noch ein paar Teile, hier sind die Arches zum Beispiel. Und die Kleinteile, die habe ich dir extra in eine Tüte gegeben. Und dann gibt es auch noch ein kleines Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Bestellung, hat mich echt total gefreut, und wenn ich dich mit meinen Teilen bei deinem Mock unterstützen kann, und da gibt es noch ein kleines Dankeschön für dich eben dazu, und ich habe es auch vorsichtshalber eingeschweißt, weil bei den Temperaturen jetzt weiß man ja nie, nicht, dass da vielleicht irgendwas zerlaufen sollte und du hast dann da alles komplett verklebt in deinem Paket, das möchte ich nicht. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit den Steinen wünsche ich dir. Dankeschön. Zwischenzeitlich sind auch ein paar Bestellungen eingegangen, die ich gemacht habe. Die möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar, ich habe zweimal bei MyToys bestellt. Und zwar, ihr könnt es hier schon sehen, hier haben wir das Endor Speeder Chase, das neue Diorama. Das habe ich insgesamt fünfmal bestellt. Und dann im zweiten Paket gab es dann auch noch zwei GWPs von Jurassic World und fünfmal
dieses Set, die 76386, das ist dieser Missgeschick Vielsaftgetränk oder wie das heißt. Weiß gar nicht ganz genau. Potion Mistake auf Englisch. Auch ein paar schöne Teile dabei, einiges an Minifiguren. Ja, bin ich auch schon gespannt, das auszupacken. Und dann habe ich noch bei Amazon bestellt. Und zwar das zweite Star Wars Diorama. Nämlich den Thronraum des Imperators. Und ja, da gehen die Meinungen ja bei den zwei Dioramen grundsätzlich stark auseinander, vor allem was die Preisgestaltung betrifft, aber das ist ja mittlerweile bei Lego eh nichts Neues. Und ich muss euch aber sagen, ich hatte ein Riesenglück, weil es gab ja eine Amazon-Aktion mit 25% jetzt in Österreich und dann noch einen Sonderrabatt. Ich glaube, es war dann nochmal um die Mehrwertsteuer reduziert. Und dieser Rabatt, der wurde erst in der Kasse abgezogen. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich die Sets bekommen, einfach nur um die 25% reduziert. Habe dann bei Amazon angerufen, habe gesagt, das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich noch einmal auf den bereits reduzierten Preis nochmal 25% bekommen und habe das Set jetzt brutto für 52 Euro bekommen. Das war natürlich ein super Schnäppchen. Und eines habe ich auch gleich gebaut. Möchte ich euch kurz zeigen. Und es ist echt toll zum Bauen. Also es ist eine lange Zeit völlig instabil, wenn man es baut. Und also bis das dann mal wirklich die Teile alle fest zusammenhalten. Und aber es ist eigentlich wirklich cool zu bauen, vor allem hier das Fenster. Und hier kommen natürlich meine LED-Laserschwerter super zur Geltung. Über diese Laserschwerter habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Das gebe ich euch gerne nochmal hier rechts oben irgendwo in der Ecke. Müsste das jetzt angezeigt werden. Könnte ich gerne auch das Video dazu anschauen. Ist echt toll. Man kann die Kabel wirklich gut verstecken. Ja, sie sind hauchdünn. Also ist echt ein cooles Set. Und wenn man vielleicht das Licht noch ein wenig reduziert, kommt es dann vielleicht noch besser zur Geltung. Also ist echt eine coole Sache. Ich bereue das nicht und schon gar nicht natürlich zu dem Preis, zu dem ich es bekommen habe. Dann habe ich noch einiges an Minifiguren bestellt für meine persönliche Sammlung und das möchte ich euch nun auch gerne zeigen. Ja, dann möchte ich euch noch einen Einblick geben in meine Minifigurensammlung. Momentan sieht die eigentlich so aus. Ich habe das jetzt alles mal in einem Karton zusammengetan und habe hier die zusammengebauten Figuren, jeweils in einem Ziplock-Beutel mit der entsprechenden Nummer drauf. Und ich versuche auch überall bei den Figuren die entsprechenden Waffen dazu zu geben, die im Set, im ursprünglichen Set mit dabei waren. Zum Beispiel haben wir hier einen Luke Skywalker im Hoth-Outfit. Und hier habe ich praktisch allerlei verschiedene Figuren. Hier Padme Amidala zum Beispiel, auch sehr schön. Sind alle gesammelt, weil ich mich noch nicht hundertprozentig entschieden habe, wie ich sie dann wirklich auch präsentieren möchte. Ich denke mir mal, sie werden wahrscheinlich an eine Wand kommen. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit einige Minifiguren besorgt, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und ein paar Figuren habe ich beim lieben Britnick bestellt. Zum Beispiel diese da, das ist dieser Battle Damaged Darth Vader. Eine sehr schöne Figur, wie ich finde. Dann gehen wir mal da hinten rauf. Dann habe ich diese Figur bei ihm bestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Da ist so dieser Helm mit dabei. Ich muss sagen, dass ich jetzt doch viele Figuren vom Namen her gar nicht kenne. Und ich da dann wirklich nachschauen muss. Ich meine, das ist Chewbacca, das ist sowieso klar, mit den bedruckten Armen und Beinen, eine sehr schöne Figur. Dann haben wir hier einen Rebellenpiloten. Dann, das dürfte Anakin sein. Ich habe so viele Figuren bestellt, dass ich echt die Namen überall nicht mehr weiß. Die finde ich besonders klasse. Es ist kein Tusken
Raider, obwohl hier dieses der Torso sehr ähnlich ist. Das ist echt eine sehr coole Figur. Muss ich echt sagen. Aber die habe ich nicht von Nick, die habe ich woanders bestellt. Dann habe ich zum Beispiel auch noch zweimal die Sand Trooper. Mit diesem Backpack hinten drauf. Einmal, zweimal. Echt sehr, sehr schöne Figur, wie ich finde. So, sind einige gebraucht dabei. Dann haben wir hier auch noch mal den jungen Anakin. Dann haben wir hier eine ältere Figur. Ich finde die total cool mit den gelben Köpfen. Das dürfte auch Luke Skywalker Tatooine sein. Und hier habe ich ihn auch noch einmal in einer älteren Version. Dann auch das dürfte Anakin sein. Dann Prinzessin Leia, auch eine sehr coole Figur, die wohl so auf diese Art nicht mehr kommen dürfte. Dann diese Figur auch im Hood-Outfit. Mir gar nicht sicher, ob das nicht auch Luke Skywalker ist mit der Verletzung von diesem Schneehöhlenmonster. Dann habe ich hier diesen Druiden. Und einmal noch diesen. Auch sehr cool. So, und dann wollte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar, beziehungsweise euch eigentlich gerne auch vorstellen, ich habe bei einem lieben Kollegen und Bricklink-Seller ein paar Figuren gekauft. Und dieses Paket, das habe ich mir jetzt extra aufgehoben für dieses Video. Und zwar ist das Knopssteinchen. Das ist der Holger, liebevoll von uns genannt Knoppi. Hallo Knoppi. Und ja, ich habe hier einige Figuren bei ihm bestellt und da möchte ich euch jetzt mit euch jetzt gemeinsam in das Paket reinziehen und das mal aufmachen und wir schauen uns einfach mal an, wie er das Ganze macht. Das ist die erste Bestellung, die ich bei ihm getätigt habe und er hatte super Star Wars Figuren im Angebot und also wirklich auch preislich interessant und eine Figur ist dabei, auf die bin ich besonders gespannt, weil ich die einfach wunderschön finde. So, schauen wir mal. Okay, er hat was reingelegt. Und zwar Rechnung und Picklists. Alles einwandfrei. Super, vielen Dank. Ja, da kann ich jetzt dann auch ein wenig noch sehen wegen den Namen der verschiedenen Figuren. So, ist da noch was drin? So, dann gibt es von Knoppi auch ein kleines Dankeschön. Danke, Knoppi, die lasse ich mir schmecken. So, dann habe ich auch noch ein paar Teile bei ihm bestellt, die ich brauche. Knoppi gibt auch hier so eine Visitenkarte mit dazu, hier mit der Ordernummer. Da steht auch auf der Rückseite was drauf. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich betreibe den Bricklink-Shop als Hobby, versuche aber dennoch höchstmögliche Qualität zu liefern. Sollte einmal etwas nicht passen, einfach melden, wir finden eine Lösung. Wenn alles in Ordnung war, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Mit vielen Grüßen, Holger Acker Knopp. Ich bin mir sicher, dass alles in Ordnung ist und er hat mir sogar etwas zu viel an Versandkosten berechnet und hat mir hier das, was zu viel war, eingeschweißt. Vielen, vielen Dank, Knoppi, es wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Und er hat es auch aufgeschrieben, Versandkostenerstattung und gebrauchtes ein paar Waffen hat er mir dazu gegeben. Puffen. Ein paar Puffen, also ein paar Gewehre und Blaster. Super, vielen, vielen Dank, Knoppi. Es ist sehr cool. Und dann haben wir hier jetzt auch schon, das sind noch ein paar Teile, die gebe ich auch raus. So, alles schön eingepackt in Folie, alles eingewickelt, alles einwandfrei.
Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich mal die Minifiguren an. So, ich kippe die jetzt einfach alle mal raus. So, und dann schauen wir mal, was wir da alles dabei haben. Und zwar, hier haben wir einmal sehr, sehr cool einen silbernen C3PO, der dann natürlich nicht C3PO heißt, sondern U3PO. Es sind echt einiges an Figuren. Schauen wir mal, dass wir das wieder für euch ein bisschen besser herrichten. So, also U3PO, sehr coole Figur, sehr schön. Knoppi kauft ja auch Konvolute, soweit ich weiß, und vervollständigt dann die Figuren. So, dann haben wir hier einen Druiden, und zwar diesen hier. Hinten mit einem Backpack. So, ein Klappergestell sozusagen. Dann haben wir als nächstes Prinzessin Leia. Auch sehr schön. Ja, ich sehe schon, ich bekomme da echt eine tolle Sammlung zusammen. Dann haben wir als nächstes RA7 Protokoll Droid in Dark Bluish Gray. Auch echt wunderschön bedruckt. Klasse. Dann haben wir als nächstes Newt Gunray. Ah, echt toll. Die Kopfbedeckung ist ja echt der Hammer, oder? So, kommt hierher. Dann haben wir als nächstes einen Naboo Fighter Pilot im Red Jumpsuit. So, Kamera, bitte scharf stellen. Sehr, sehr cool. Ah, da bin ich echt happy. Knoppi, das sind spitze Figuren, die du da hast. Echt, kann es nur weiterempfehlen. Schaut mal rein bei ihm. Dann haben wir hier einen Snowspeeder-Piloten. Oder ist das der? Na, Deck Walter with Dark Gray Hips. Kamera. Mag sie nicht jetzt. Sehr cool. Muss die Figuren direkt fast ein wenig enger zusammenstellen. So, dann haben wir einen Luke Skywalker, auch in einer etwas älteren Variante. So, Kamera. Und vorhin hat sie super funktioniert mit dem Scharfstellen. Jetzt mag sie nicht mehr. Hallo? Ah, jetzt. Echt auch sehr, sehr cool. Dann haben wir als nächstes einen Resistance X-Wing Piloten, Tamin Snap Wexley. Auch eine echt super coole Figur. Wunderschön bedruckt. Wahnsinn, echt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann kommt als nächstes eine R2D2-Variante. Auch sehr schön. Stellen wir nebenbei hin.
Dann haben wir noch einen Druiden. Ich finde die Druiden, finde ich echt alle auch richtig cool. Das ist jetzt der R4G0. Auch wunderschön. Echt super. Ah, das war echt ein toller Einkauf. Dann haben wir einen Java. Super. Hat auch seinen Platz. Dann haben wir einen auch etwas älteren Luke Skywalker als Pilot. Ist der Print nur auf der Vorderseite. Dann haben wir noch einen Piloten, und zwar einen Snowspeeder-Piloten. Auch super wunderschön bedruckt. Die Piloten, die gefallen mir generell alle sehr gut, muss ich sagen. So, dann haben wir einen Rocket Battle Droid. So, Moment. Auch wunderschöne Figur. Sehr, sehr cool. Kommt da hinten drauf. So, dann haben wir, ich glaube, das dürfte jetzt eine Bespin Guard sein. Genau. Die kennen sicher auch die meisten von euch. So, bitte scharf stellen, liebe Kamera. Ja. Einem ganz einfachen Print hinten und vorne. Da werde ich mir dann noch überall die passenden Waffen dazu raussuchen oder nachschauen, welche Waffen das im Set mit dabei waren. Dann haben wir den Han Solo mit der Medaille. Auch sehr schön. Ah, ich sehe schon, das wird echt eine nette Sammlung. Dann haben wir Obi-Wan Kenobi, auch eine etwas ältere Figur mit der Nummer 55, auch sehr schön. Die älteren Figuren, ich finde die wirklich, wirklich schön. So, das war doch eine, ich glaube es waren 21 Figuren bei Kenobi, die ich gekauft habe. Die ist auch sehr cool, ein Rebel Engineer. So, sorry für den kurzen Schnitt, aber der Akku ging leer. Also den Rebel Engineer, den stellen wir auch dazu. Haben wir es dann eh gleich. Dann haben wir hier nochmal einen Obi-Wan Kenobi, die Nummer 274. So. Dann haben wir hier nochmal einen Luke Skywalker aus Jabba's Palace mit der Nummer 79, auch echt klasse, oder? Dem Umhang. Gefällt mir. So, dann haben wir noch ein Senate-Kommando. Ganz in Blau. Auch eine sehr schöne Figur. So, und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Auf die Figur habe ich mich besonders gefreut. Und zwar ist das die... Ah, voll cool. Die Ayla Secura. Die ist echt spitze. Hier überall der Print. Dann haben wir zwei verschiedenfarbige Arme. Hier einen in Braun
den anderen in Blau. Dann dieses Kopfteil dazu. Echt eine super klasse Figur. Voll super. Danke, Knoppi, dass ich das alles bei dir bestellen konnte. Und dann zeige ich euch die Figuren noch mal ganz kurz. So. Ja, war ja einiges. War ja einiges. Echt sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, auch ein kleiner Neuzugang, den ich zwischenzeitlich gebaut habe. Auch sehr lustig zu bauen. Aber die Figuren sind echt das Highlight. Also wie ich das alles präsentiere, das muss ich mir wirklich noch überlegen. Ja, ich hoffe, der Minifiguren-Haul hat euch gefallen. Ja, dann möchte ich euch nochmal den Kanal Knops Steinchen ans Herz legen. Ich werde euch den Kanal auch in der Videobeschreibung gerne verlinken. Knops Steinchen hat erst 26 Abonnenten, Leute. Das kann so nicht bleiben, denn er hat wesentlich mehr verdient. Er macht echt coole Videos. Zum Beispiel hat er letztens einen Holzhaul gemacht. Das war sehr lustig. Hier ein Short dazu. Denn er möchte den Store erweitern und da er selber wenig Platz hat, er ist eben auch Brickling-Seller und macht hier auch Videos, in denen er seinen Store vorstellt. Und weil er auch selber wenig Platz hat, jetzt hat er gezeigt, wie man einen Drehturm bauen kann für die Lego-Steine, wo man sie dann eben in den Aldi-Kästen drinnen hat oder in den Stanley-Kästen. Und wie man hier so einen Drehturm baut, um einfach Platz zu sparen. Er kriegt da, ich glaube, 16 Kästen rauf. Und wo du eigentlich dann schon eine halbe Wand brauchst. Und er erklärt das, wie man das genau macht und welche Teile man braucht. Sehr, sehr cool. Und er zeigt dann natürlich auch, was er alles so einkauft, wie er im Store organisiert ist. Also schaut bitte wirklich gerne mal bei ihm rein. Er freut sich sicher. Ja, dann wollte ich euch noch etwas zum Thema Fehler im Bricklink Store sagen, beziehungsweise wie man auch damit umgeht. Ihr habt ja im heutigen Video die Bestellung vom Daniel aus Cuxhaven gesehen. Und da ist mir echt ein kleiner Fehler passiert, weil sich hier so ein 1x6 Light Bluish Gray Teil hat sich im Sortierkasten verkeilt. Und jetzt habe ich ihm eins zu wenig geschickt. Und ja. Einfach immer im Interesse des Kunden abhandeln. Jetzt nichts irgendwie verschweigen oder schönreden. Ich habe ihm geschrieben und ich habe ihm natürlich angeboten, dass ich es ihm nachschicke. Und er war dann so lieb und hat mir zurückgeschrieben und nein, mach das nicht. Mir fehlen eh noch ein paar Teile. Ich schaue bei dir am Sonntag nochmal in den Store rein und mache nochmal eine Bestellung. Und dann schickst du mir das einfach mit, was natürlich super nett ist von ihm. Aber das muss er natürlich nicht machen. Also ich hätte ihm das Teil auch so nachgeschickt. Aber was ich sagen will, ist einfach, wenn ihr selbst Brickling-Seller seid, niemals, egal welche Fehler passieren, niemals mit dem Kunden diskutieren, egal wer im Recht ist. Denn auch wenn ihr im Recht seid, eine Diskussion mit dem Kunden könnt ihr niemals gewinnen. Also immer alles im Interesse unserer Kunden abwickeln. Und dann gibt es gute Bewertungen und dann klappt das auch mit dem Bricklink Store und mit dem Verkaufen. Ansonsten habe ich hier jetzt noch weitere Teile aus meinem Bruchtal Part-Out. Habe jetzt ungefähr die Hälfte geschafft, also ca. 6.000 Teile habe ich jetzt eingestellt und bin jetzt auch über die 60.000 Teilegrenze gerutscht. Das freut mich natürlich sehr und das soll es dann auch für das heutige Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn die österreichische Community vielleicht ein bisschen stärker aktiv wird, beziehungsweise versuche ich auch hier Kontakte zu knüpfen. Und ja, meldet euch gerne bei mir, tauschen wir uns aus, auch andere Bricklink-Seller, denn Support ist kein Mord und wir können alle davon profitieren. Und der Dennis von Brickcare, der hat jetzt übrigens auch einen Discord-Server eingerichtet, wo sich alle austauschen können. Also alle, die vielleicht noch nie auf Bricklink gekauft haben und verunsichert sind, oder auch Bricklink-Seller, auch welche, die gerade starten. Es entsteht hier eine ganz tolle Community. Man unterstützt sich gegenseitig. Also schaut gerne am Discord-Server vorbei.
Und ich werde euch auch den Discord-Server natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Also meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bleibt mir gewogen, alles Liebe, alles Gute, euer Klaus von Brickery2.